Hallo und willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich habe wieder mal mitten in der Mission aufgehört und wie es weitergeht, das wollen wir uns jetzt ansehen. Waffen sind einigermaßen wieder nachgeladen und auf zum Wegpunkt. Oh, das klingt gut. Einmal zum Fahrstuhl und dann in die Garage. Na, ich hoffe, das ist jetzt nicht wirklich noch bis zum Auto runter oder bis zu irgendwas. Und dann wäre die Mission vorbei. Das hätte ja noch in die letzte Episode gepasst. Das ist immer so das Problem, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Ah, sind noch Kämpfe genügend hier anscheinend. Hui. Mal irgendwas noch hier drin. In der Tat. Her damit. Orangene Kleidungs-Items. Und hier können wir auch connecten. Mal sehen, was wir dafür bekommen. Fangen wir doch an mit DD7A. DD7A. Fuck. Ah, hab doch mal 1C, dann BD. Der erste hat gefällt. Ach, ich hatte oben nicht genügend Möglichkeiten, Sachen einzugeben. Ich glaube, weil ich das Betriebssystem wieder gewechselt habe. Naja, sei es drum, sei es drum. So, da ist noch eine Drohne. Da war gerade eine Drohne. Die Drohnen, die sind echt gerade schön zu erschießen, muss ich sagen. Die haben so wenig Health und meine MG, meine... Ja, ich gehe ja gleich rein. Ja. Mach uns nur den Weg frei. Muss hier ein bisschen Kampferfahrung sammeln. Wollte sagen, meine MP ist schnell genug. Ja, so gut. Der hat noch was. Schönen Komponent. Her damit. Her damit. Müssen ja auch noch ein bisschen Geld machen. Wieso? Ich habe doch alle ausgeschaltet. Manchmal sind die echt unentspannt, die NPCs hier. Na, so wie Reed fährt, kann ich das aber auch verstehen. Okay. Okay. I need a sit rep. Alex is dead. Songbird is flown. It could still be her in there. Or what? Some kind of rabbit AI? Fuck. Reed will find her. Cybercycle on that scale won't go unnoticed in the city. Das würde ich auch mal sagen. Finding her is priority one. Where? 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 Could be anywhere. Best check NCPD scanner for chatter. Somi's been spotted down low. An Omega class target. I repeat, Omega class target. Max Tech is inbound. Oh. Max Tech kommt. Interessant. Look, AVs. Max Tech. NC Police. Dogtown. Everybody's willing to make an exception for Max Tech when you got a cyber psycho on your doorstep. They're looking for Somi. We're following him. Max Tech? Don't tell me you mean to fight him. No, but we need to know what's going on. Ich würde die auch bekämpfen. Ah, das scheinen ja die Übermuftis zu sein, die krassesten, die es überhaupt gibt. So, was macht denn die arme Somi da unten? Oh, das war einfach. Lehnt er auch einfach aus dem Fenster? Nee, der ist ausgestiegen. Ich lehne irgendwie dämlich. Und das ist was, Reed? Was soll ich machen? Ich habe News. Tell me. We're burned. For now at least. Songbird is in NC Police Custody. I have no sway with the city government. This is your problem to fix, Reed. Was ist eigentlich mit meiner Heilung? And remember, I want her alive. So, what do we do now? We get to work.
Get on the Hollow. I'll do the same. We make calls to whoever comes to mind. Mir fällt niemand ein. Find us a net runner you trust, one who's capable of getting inside NCPD systems. Na gut. Reed, we'll get her back. I know. Muss ich immer noch mit dir reden? Nö. Wir können Mr. Hans wieder anrufen, aber das ist nur optional. Ansonsten, welchen Netrunner kenne ich denn? Ich hatte auch die Option, mich selbst vorzuschlagen. Ja, das mach mal besser nicht, so wie ich mit Technik in dem Spiel umgehe. Können wir da unten vielleicht noch was looten, wo Maxtech war? Au, immer aufs Knie. Das muss ich jetzt echt mal ersetzen lassen. Das cruncht schon ganz schön. Gerade habe ich es noch gesagt. Wieso sieht das denn da immer so korrumpiert aus? Da ist noch ein Airdrop gerade gekommen. Ja, man kann ein bisschen Zeug hier looten. Gar nicht mitbekommen, dass sie hier so viel ausgeschaltet hat. Interessant. Und wie lange bleiben die Glitches hier in der... Sind die nur, weil ich auch Cyberware habe und die sehe? Da bleiben die für immer irgendwie in der Welt. Weiß ich nicht. Ich denke mal, das verblasst nach der Zeit. Alles gut bei dir, Kollege? Sieht so aus. Gut, dann rufen wir mal Mr. Hans an. Yes. Hans, hey, my turn. I got a job for you this time. You for me. Peculiar. Next Maxtech prisoner transport to Los Padres. Need to know the convoy's route. Maxtech. Prisoner. Los Padres. Interesting. Stakes too high for comfort. Can always find help elsewhere. Did I say they were? I have a contact. One capable of extracting the information you require. For the right price. 15.000. Non-negotiable. Still interesting. Was? Nur 15.000? Ja. Das ist ja aus der Portokasse. Transfer received. I'm sending the coordinates. Das kostet eine Million oder so, dann hätte ich es mir überlegt. 10 hours. The data shard will be waiting. Encrypted, naturally. Accessible to you based on biometric identification. Oh, and do your utmost not to make a mess of this, V. I despise cleaning up after others. Das mag ich auch nicht. Wir haben so viel gemeinsam. Gut, ich würde mal sagen, ran an den Airdrop. Seid ihr fies? Weiß ich nicht. Vielleicht werden sie nachher fies. Ich schaue erstmal, wie ich hier hochkomme. Das ist anscheinend ein Sniper irgendwo. Ich denke, das ist der Weg, wie es hochgeht. Nein. Na dann über den Container hier. Einmal kriechen. Oh, Judy ruft uns an. Hey Jude, what's up? You know, same old. You? Mir geht's gut. I got good days, got bad days. Same as ever. You called just to see how I'm doing or? Not just. Got a favor to ask you. Schau wieder. Ask away. It's never boring with you. Interesting people aren't easily bored. No chance in your company. But now that we've blown each other, what's up? You're on a need-to-know basis. So, this particular mission don't require you to have no gun. Just a wetsuit. Ooh. All right then, count me in. But I gotta warn you, I look great in a wetsuit. Damn out past Rancho Coronado. Know it? Nein. Sure, what about it? Little abandoned bungalow lakeside. Meet me there. Da will jemand Cyberdick. Sorry für das. Okay. Is this a date? You're not my type, Holmes. Just show up. Oh. Wieso bin ich nicht ihr Typ? Da hockt ein Sniper. Das finde ich nicht nett. Da hockt jetzt kein Sniper mehr. Das finde ich sehr nett.
Und jetzt kommen wir endlich an den Loot hier. Komisch, dass niemand anderes den gerade für sich in Anspruch nimmt. Ich werde das nicht in Frage stellen. Ich werde mich einfach einklinken. Oh fuck, wir haben ja nicht mehr so viele Möglichkeiten. Ich muss denken, 1C, 55, 55, 1... 1C, 55, 55, 7A. Irgendwie so klappt das. 1C, 55. Einen Moment, 1C. Eher das hier, 1C, 55, 55, 7A. Gut. Hab nachgedacht. Hat gepasst. Manchmal hilft's mir. Oftmals auch nicht. Nekomata und See-Through. Na gut. Ich glaube, da oben kommen wir jetzt nicht hin. Ich brauche eine Verkaufsstation. Ganz dringend. So, musste mein Fenster kurz zumachen. Eine Verkaufsstation. Da ist ja, was ist jetzt die nächste? Die da? Boah, was ist schon wieder mit dem Spiel los? Was ist das? Ein Badger schon wieder ein bisschen was. Okay, jetzt hat sie es einbekommen. Ui, da wäre mal fast geflatline. Hä? Wir sind geflatline. Ich hatte doch noch Hilfe oben stehen. Sowas, wir nehmen ganz Dogtown Hobbs und den Diktator davon. Und wir gehen selber drauf. Oh, schnell das Zeug noch einsammeln. Diesmal nicht runterfallen anscheinend. Ist schwieriger als man denkt. So, her damit. So. Das passt jetzt schon mal. Eine Verkaufsstation in Reichweite. Ich würde immer noch sagen, Gida ist näher. Soll nicht vor ein Auto laufen. Ich bin kein Laufmuffel mehr anscheinend. Für die... Was? Save you? Hey, lass das mal. Wenn die schon save me ruft, dann save man die auch. Hallo? Irgendwer noch da? Hallo? Gut, aufgeräumt. Gern geschehen. Alles gut? Wir haben jemanden gerettet, das ist immer was Gutes. So, einmal nach unten den ganzen schönen Loot verkaufen. Na nee, komm. Sell. Sniper Rifle. Nichts Ikonisches auf jeden Fall verkaufen. Shotgun, Pistol, Submachine, Submachine, Revolver. Ah, ich dachte, ich hätte inzwischen mehr aufgenommen. Anscheinend nicht. So, das sollte alles ikonisch sein. Wiegt auch schon ein bisschen. Solche Nahkampfwaffen können wir auch wegtun. Zumindest die nicht ikonischen. Obwohl dieses Neurotoxin Knife sieht auch gut aus. Das behalte ich mal. Mal sehen, ob ich mich da in Zukunft dran erinnere. Hier den Epoxy Camouflage Helmet können wir, glaube ich, verkaufen. Wir haben den gleichen nochmal auf einer Stufe höher. Die ganzen Suits behalten wir auch. Ansonsten haben wir nur noch ein Junk Item. Dann war es das auch schon. Wunderbar. Und wie viel Geld haben wir insgesamt? 154.000 wieder. Ist das nicht schön? Also in 10 Hours müssen wir da sein. Wirklich genau in 10 Stunden? Ist das getimed? Oder kann ich mit Judy irgendwie tauchen gehen? Weiß ich nicht. Wir werden mal dahin schnell reisen. Also das muss ich nicht da markieren, sondern das muss ich hier unten markieren. Zumindest wo die Schnellreisestation ist. Die ist genau hinter mir. Ein Jumpscare. Also nicht wirklich, aber... Kennt man bestimmt das, zumindest aus Serien, dass wenn man jemanden über jemanden was sagt, was nicht so gut ist, dass der dann genau hinter ihm ist.
So ungefähr war das jetzt mit der Schnellreisestation. Das werde ich wieder skippen, wenn es zu lange dauert. Na, gerade sieht's gut aus. Ah. Ach doch, das passt, glaub noch. Das passt, glaub noch. Wenn ich dran denke, werde ich skippen. So, das ist immer noch in 10 Stunden. Wäre jetzt die Frage, Character, nee. Irgendwo müsste es doch gehen, Skip Time. Warten wir mal 5 Stunden, ob die Zeit wirklich abläuft. Weil wenn ja, dann müssen wir da, können wir nichts anderes tun. Oh, Mr. Hans ist da. Care for some advice? Caution me, especially now after the untimely death of their master, Hansen's hounds will be tearing at each other's throats and at any outsiders who get in their way. Keine Sorge, ich bin gerüstet. Okay, anscheinend könnten wir auch was anderes machen. Ich habe gewartet. Aber wenn wir jetzt schon da sind, können wir auch direkt hingehen. War ich nicht da oben? Waren da nicht die Mönche am Anfang? Keine Ahnung. Oder nicht die Mönche, die Buddhisten. Schön, dass die hier immer so viel Zeug liegen lassen. Muss ich da hoch oder komme ich irgendwie anders noch hoch? Naja, ich probiere es einfach mal. Hui. Mal vielleicht über die Leiter. So. Ist eine Leiter? Nee, im Prinzip nicht, aber man hätte es dazu machen können. Oh, ganz schön guter Loot hier überall. Ich glaube, da kommen wir rüber. Einfach mal die Treppen benutzen. Und nicht wie ein Wilder da rumklettern. So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ach, ist das eine Aussicht hier wieder. Dann warten wir mal auf den Netrunner. Und ich sehe nichts. Ah. Hallo? Okay, er hat was geschrieben. Wie, the delivery you awaited has arrived. Yoko has packed it up nicely and is waiting for you now. You know where, good luck. Alles klar, bin gleich da. Und was will er denn noch sagen? Wonderful, happy hunting, whatever your query may be. Whatever your query may be, okay. Muss ich hoffentlich nicht nochmal antworten. Ist das die... Nee, das ist nur ein NC. Vielleicht hier. Einfach hier rein. V, it's been quite some time. What can I do for you? Listen, Yoko. And still you had swing by? Spot a gig. Oh, so it is you he meant. This day just got more interesting. Das finde ich auch. First I'll need confirmation our mutual acquaintance, in fact, sent you. Then we can talk. Das klingt gut. I'll verify through biometric scan. Okay, have at it. Decryption will take a moment, apologies. But it's necessary for a job of this caliber. Schon okay, schon okay. Well, V, I didn't expect us to work together again. Wieso das denn nicht? Polishing your skills? Ja. Let's stick to business, Yoko, right? Kind of in a hurry here. Oh, I'm sorry. I didn't know you were so busy. Das ist keine Sprachoption, die ich auswählen wollte. Any second now. Ah, there. Now we can talk biz. All you need is here. Just so you know, gathering it wasn't easy. Ja, ich habe ja auch teuer dafür bezahlt. And a panopticon combined. Every node you pass attracts a thousand unwanted stares. But you managed. You're my hero, Yoko. Wait. Our cooperation need not end here, if you catch my meaning. That is, if you plan to do what I think with this data. Interested? Ja, warum nicht? Maybe. Now, strict hypothetical. What you think I aim to do? Let's suppose you positioned yourself where a certain convoy was to pass. Mm-hmm. And? And let's suppose
you are either prepared or insane enough to eliminate the guards of the convoy. Kriege ich hin? Or cold? Getting warm. Our mutual friend would offer additional thanks for the windfall that would result from this. If you would be so kind and send us the coordinates of the location where you deal with your problem. You after Magstack gear, is that it? Get there before anyone else does? You would only need to send the coordinates. Ich wollte eigentlich... Sorry. Ich wollte doch eigentlich das Gear. Na gut, wir sagen trotzdem mal okay. Ich glaube, ich kann es ja trotzdem zuerst looten. Nothing more. In return, I guarantee a generous reward. Good luck. Dankeschön. Okay, dann müssen wir Reed eben noch die Message senden. They'll have to get in line. Touché. All right. Let's get Reed's super spy Peterson. See where it leads. Das ist die richtige Einstellung. Vielleicht gehen wir davor noch tauchen. Okay. Reed, sending you data on the package being delivered to Los Padres, courtesy of a runner we can trust. I'll have a look, be in touch soon. Wunderbar. Panem und Mr. Hens erwarten eine Antwort. Mr. Hens. Okay. Jetzt ploppt die Message auf, wo er uns ein Auto geschenkt hat, glaube ich. Sag mal einfach vielen Dank dafür. Und Panem hat geschrieben. Now don't get mad, but maybe dealing with those corpus ain't the worst thing. Getting along with one myself, Takemura, pretty chill and honorable too. Not all corps are monoliths. Some of their peeps can be decent too. Got no love for corpus either, and I probably have more reason than you. Had the displeasure to meet one recently. Takemura, slimy fucker. Nein, ich mag Takemura. Dann die obere Option. So, das reicht jetzt aber an. Textnachrichten, ich kann ja nicht nur am Handy sitzen, so Judy will tauchen gehen oder sonst was mit mir machen, auf jeden Fall brauche ich einen Wetsuit. Ich denke, den habe ich noch im Inventar. Meet Judy in the early evening, das klingt doch gut und da schnell reisen wir wieder hin. Wo ist denn der Wegpunkt? Da, und wie komme ich da hin? Ich glaube, das Beste ist, ich schnell reise dann hier hin und fahre oder schwimme den Rest. Das kriege ich hin. So, auf zur Schnellreisestation. Irgendwo hier ist eine. Da leuchtet sie ja schon ganz auffällig. Select Destination. Und dann nochmal zoom, zoom, zoom nach unten. Ah, hier ist auch eine. Dann wollen wir doch mal dahin. So, wir sind wieder gespawnt. Sieht das hier nicht diesig aus? Und riesig. Alles zusammen. Ja, aber die Wetterbedingungen und Beleuchtung sind gerade ein bisschen zu extrem. Und da backt irgendwas, da backt was mit den schwarzen Ecken. Da ist ein Riesenrad umgefallen. Naja, kann ja nicht alles perfekt sein. Oh, Reed hat geantwortet. Oh, so viel. Wie I pass the data, decent enough work, a few blanks to fill in, but nothing we can't manage without. We got the transport, most probable security detail and most importantly the route. Time we meet up. I got a couple contacts who agreed to deliver some equipment and help us set it up. I sent you the coordinates for an old hotel near the transport route. We'll work out the details there. Okay, da sind wir dann irgendwann demnächst. Ach, der antwortet nochmal. Gut, see you soon. Wir sehen uns bald, oder ich sehe dich bald. So, her mit meinem Auto. Oder Motorrad. Beides ist recht. Beides ist recht. Hui. Ah, ich habe immer noch die dämlichen Sachen an. Dann wollen wir... Oh, ich habe keine Special Outfits gerade dabei. Also will ich gerade nicht aussehen. So vielleicht. Nehmen wir wieder unser Pimp Outfit. Oh, falsche Quest ist ausgewählt. Ich will mich doch erstmal mit Judy treffen.
Und einmal in die richtige Richtung umbiegen. Fuck. Die Mauer habe ich dann nicht gesehen. Oh, da hinten gibt es wieder Schüsse. Glaub, die kommen damit allein klar. Wir haben gerade Besseres zu tun. Ui. Da lag wieder orangener Loot, aber ich glaube, wir sind gerade echt bedient. Da muss man nicht wegen jedem Ding anhalten. Sein, das wäre ikonisch, dann wäre es natürlich wieder was anderes. Ja, ich denke mal, wir kommen ohne das klar. Interessanter Name für die Mission. Pyramid Song, also Pyramidenlied, Pyramidensong. Kann ich jetzt nicht wirklich irgendwas damit assoziieren und in Verbindung bringen, was es denn, um was es gehen wird? Der Laker, der See hat hier aber auch gebuggt, aber ein Glück hat er sich entschieden, noch reinzuspawnen. Das sieht aber sehr gemütlich aus. Hui. Zwar ein bisschen viel Müll hier. Und mein Motorrad hält ganz langsam an. Ah, na gut. Also so cozy ist das nicht mit dem ganzen Müll hier. Ich würde hier aufräumen. Oh, wer sitzt denn da auf dem Auto? Niemand mehr. Okay. Das Spiel ist gerade wahrscheinlich etwas fehleranfälliger wieder. Macht zumindest einen Eindruck. Dann warten wir mal. So. Wo ist... Ah, da ist sie ja. Und sie summt ein schönes Lied. Hey, V. Hallo. After all that went down, I thought you and I'd be ancient history. Don't be a gonk. So, ready to tell me what we're doing here? Well, been tinkering with virtues a lot lately and figured out a way to scroll two actors' experiences at the same time. Thought we could try it out. If you're down, of course. Klingt doch gut. How does one marry two separate neural tracks? Well, at first I tried to create a single profile out of two data streams. Didn't turn out so great. Must have gotten tangled up. Interference, white noise. Yeah, effect was kind of like a bad art house. Couple tries in, though. I managed to isolate specific sensations. Ooh. So you put them onto separate neural tracks. No emo bogeys. Not bad. Sounds like we could do this anywhere. Why do we come all the way out of here? Das ist ein schöner Platz. Wieso fragen wir das? Cottage belonged to someone I knew. It sits empty now. I take the liberty to use it from time to time. And that's where we're gonna scroll? No, we're gonna scroll underwater. Nope, no way. Bad idea. Tell her to find some other yes man. Johnny, lass mich das tun. You in? Ja. Hell yeah, I'm in. Awesome. So, let's go. Got the hardware here. Nee, ich glaube, ich habe die Hardware bei mir. Check mal, schau mal nach. Na gut. Kann ich mich in ein Ganzkörperkondom hüllen? Do this often? Diving? As often as I can. Ist das nicht mein Wetsuit? Hallo? Missionsziel. Ah, da, in der Box. Ein Neopren-Diving-Suit. Direkt mal equippen. Alright, let's do this. Freezing ass water, here I come. Dankeschön. Okay, we're all set. Dann wollen wir mal in den Dreckswasser tauchen. Hui. Stay close behind me and don't descend too fast. Ich gebe mein Bestes. Where are we headed exactly? Not halfway to the deepest point. It'll be pitch black, but the currents are gentle. Ought to be safe. Want the precise coordinates? Now, why bother? I'll just stick close to you. Das würde ich auch sagen.
Virtues are more to you than just a way to churn out eddies, huh? Well, duh. Think paintings, songs. They're meant to produce emotion responses. Generally how any kind of creativity works, sure. Right, so art's a casing, trigger for emotion. Well, BDs are emotion in near pure form. Ja, das klingt soweit richtig. Ich krieg die ganze Zeit die Flossen ins Gesicht. Mensch. Was ist denn hier? Na gut, wir müssen um sie rumschwimmen. Great, motion calibrated. Back my way now, V. Bin da. Next up, sound check. I'm gonna hum a song, you give me the title. Read me? Mhm. Sorrentino, only you. Dead on. All right, that ought to do it. What now? Prepare to have your mind blown. Wait for it. Okay. Irgendwelche Leuchtröhren nach unten? Mensch, ist das tief. Grab this and hold on tight. Na gut. Ich hoffe, die will mich nicht umbringen. Nach unten, oder? Ah, nur festhalten. Das ist mal eine interessante Nebenmission. Aber wir sind fast auf dem Grund. Sehr schön. Wow. What is it? Our very own Atlantis. Used to be called Laguna Bend. Just 15 years ago, people still lived here. Got some connection to this place, right? You got it. Grew up here. Haven't been back since Laguna Bend was wiped off the map. Mm-hmm. Sounds Nova. Let's do this. Ja, vielleicht ist hier ja ein bisschen Loot drin. Why didn't you come earlier? Good question. Easy answer would be that I didn't have time. Gear, stars weren't ever aligned. Truth is, the very idea just felt weird. Wieso ist die überhaupt unter Wasser? Also nicht Judy, sondern generell dieser Stadtteil. Vielleicht erfahren wir es ja noch. Ansonsten bin ich nämlich nicht so gut in der Lore informiert. So, und nun? Machst nach heute das Second Best Thing. Ich muss für Clue scannen. Okay, das habe ich gescannt. Das kann ich tatsächlich looten. Ja, damit. Eine Flair, ist das nicht schön? Okay, was muss ich noch scannen? Ein Lupen-Icon habe ich da unten.
ein Fotoframe. Eine alte Kamera. Ah, muss ich die tatsächlich aufheben? Okay, das war der erste von vier. Dann müssen wir wahrscheinlich da hinten nochmal hin. Ui. Okay, was haben wir hier noch? Irgendwie Seegras. Nehmen wir die mal mit. So, was haben wir noch? Ich schwimme mal ein bisschen höher und da ist irgendwie noch eine Axt. Harpune. Eishockeyschläger, das war's. Na gut, Street Hockey. Kann man den mitnehmen? Here, take this camera. Put off in your hands and sit in here collecting algae. Gosh, thanks. About your parents. Dad was never in the picture. Mom died when I was tiny. Can barely remember her. Still have her picture, but you know, see a stranger there. Judy, Judy, watch out for her cooties. She can't even afford to have parents. What's that? Those voices. Voices? Didn't hear anything but you just now. Interessant. Okay, wir glauben, wir vermischen ein bisschen Erinnerungen miteinander. Let's keep going, Judy. Aye, aye, Captain. Follow me. Ui. Also zumindest ihre Kindheitserinnerungen haben wir ein bisschen mitgehört. Ein bisschen tatsächlich. Ein Regenschirm, na endlich. Auch eine gute Antwort. Ein Auto. Ich glaube, das können wir nicht mehr fahren. Gotta say, I don't really get why they left their wheels behind when they had to evacuate. Hey, how old do you think I am? These hunks of metal have got half a century on them. When I was about yay high, they were already here. And not in much better shape. It's good cover for playing Max Tack and Psychos, though. Okay, nochmal ein paar Clues einsammeln. Ach, da hinten liegt noch einer. Schwimm, 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 schwimm. What, this isn't yours? Poor thing. Been here all alone for 20 years. So it is yours? No. It was Jenny Chapman's. Und wir hören wieder ihre Erinnerung. As if. Hit it. It was a monster. You hit it? Why? Because I thought only losers played with dolls. What I really wanted was for her to notice me. Ah, the days when dolls were just kids' toys and nothing else. Ja, das waren die Tage. Gut, dann müssen wir weiter.
Ich fühle mich gerade ziemlich weird. Ist das ein Gefängnis oder eine Kirche, Kapelle, was auch immer? Kirche. Ja, ich höre sie auch. Oh, wahrscheinlich. Nicht, dass noch eine Person in mein Gehirn reinkommen will. Na gut. Ah, ich würde tatsächlich sagen, lass man die mal ausreden. Gut, das war wohl nein. Na gut, aber ich sehe auf die Uhr und würde sagen, das reicht tatsächlich schon für die Folge. Ich muss wieder mittendrin aufhören oder ich möchte mittendrin aufhören. Ich bedanke mich fürs Zusehen und auch hier, wie es weitergeht, sehen wir direkt bei der nächsten Episode.